Ein Roboter, der im Haushalt hilft. Keine Zukunftsmusik. Am Karlsruher Institut für Technologie übt Roboter Armar 3A bereits die ersten Handgriffe. Er kann sich frei in der Küche bewegen, den Kühlschrank öffnen und dem Menschen daraus eine Apfelsaftpackung bringen. Was einfach aussieht, ist technisch eine hochkomplexe Handlung. Ein Roboter, der in derselben Umgebung wie Menschen agieren soll, muss diese wie ein Mensch wahrnehmen und sich ähnlich wie ein Mensch darin bewegen können. Außerdem sollen Menschen so natürlich wie möglich mit ihm umgehen. Eine humanoide Form erleichtert das. Die Forschung an humanoiden Robotern setzt Forschung über die menschliche Kognition und die menschliche Bewegungsweise voraus. Um zum Beispiel eine Roboterhand zu bauen, die die gleichen Aufgaben ausführt wie eine menschliche Hand, müssen die Forscher genaue Kenntnisse über die Anatomie der menschlichen Hand haben. Um Algorithmen zu entwickeln, die einem Roboter erlauben, Gegenstände zu erkennen und zu greifen, müssen die Forscher verstehen, wie ein Mensch die Welt wahrnimmt. Armars Augen bestehen aus Kameras, deren Abstand dem Abstand der menschlichen Augen in etwa entspricht. Insgesamt sind es 4, 2 für die Weitsicht und 2 für die Nahsicht. So kann der Roboter den Abstand zu Hindernissen und Gegenständen berechnen und sie greifen. Er muss die verschiedenen Objekte voneinander unterscheiden und sie greifen können, ohne sie zu zerstören oder fallen zu lassen. Für eine natürliche Interaktion mit dem Menschen muss Armar die menschliche Sprache aufnehmen und verstehen können. Außerdem muss er ein Gedächtnis besitzen, um das bereits Gelernte abzuspeichern und abrufen zu können. Um sich kollisionsfrei im Raum zu bewegen, muss Armar ein internes Modell seiner Umgebung erstellen. Hindernisse oder Türöffnungen müssen als solche erkannt werden, damit der Roboter um sie herum oder durch sie hindurch gehen kann. Armar 3A hat noch einen Bruder, Armar 3B, hier in Rot. Während der blaue Armar hauptsächlich über die Sprache gesteuert wird, hat Armar 3B noch andere Talente. Er lernt durch Imitation. Ja, Armar 3A und 3B können vielseitige Aufgaben in Alltagsumgebung ausführen. Zum Beispiel in der Küche, sie können Objekte greifen und überreichen, etwas aus dem Kühlschrank holen, die Geschirrspülmaschine aufmachen, beladen. Der Roboter beobachtet die Bewegung, die der Mensch demonstriert. Aus dieser Beobachtung extrahiert der Roboter die wesentlichen Merkmale der Aufgabe. Wir haben gesehen, beim Wischen zum Beispiel, in dem Fall extrahiert der Roboter die Form der Bewegung, aber auch die Frequenz der Bewegung. Und das sind die zwei Parameter, die man dann adaptieren kann, um zum Beispiel größere Flächen zu wischen, beziehungsweise um schneller oder langsamer mal den Tisch zu wischen. Armar 3B beobachtet den Menschen und merkt sich die Form und die Frequenz der Bewegung. Das wird dann in eigene Bewegungen umgesetzt, um den Tisch in kleinen oder großen, langsamen oder schnellen Bewegungen zu wischen. Die Roboterhand ist mit Sensoren ausgestattet. Positionssensoren messen die Fingerstellungen, Drucksensoren und taktile Sensoren liefern Kraft- und Kontaktinformationen. Mithilfe dieser Sensoren versteht der Roboter zum Beispiel, ob sich ein Objekt in der Hand befindet und ob sich dieses Objekt verformen lässt oder nicht. In Zukunft soll Armar mit Beinen ausgestattet werden, um zum Beispiel Treppen steigen zu können. An der nächsten Armar-Generation, Armar 4, arbeiten bereits die Forscher am KIT. Uns schwebt natürlich vor, dass wir aus diesen humanoiden Technologien nicht nur Roboter bauen, die im Alltag den Haushalt schmeißen, Geschirrspülmaschine aufräumen oder bügeln oder Kinderzimmer aufräumen, sondern Assistenzsysteme, die tatsächlich die Lebensqualität von älteren Menschen, aber auch mit Menschen
von Menschen mit körperlichen Einschränkungen verbessern sollen.